Janis Weiss, 10-0 im Spitzenkampf gegen Zug United. Wie überrascht seid ihr vom Resultat? Ja, überrascht. Das ist schön, 10-0. Dass es zu hoch ist, würde ich jetzt nicht sagen, weil sie am Schluss auf und wir machen es gut. Aber ja, es fühlt sich natürlich super an, kann man nicht anders sagen. Ja. Nach 40 Minuten Hand aufs Herz, beim Spielstand von 2-0, da haben wir noch nicht an ein 10-0 gedacht, oder? Ja, wir orientieren uns sowieso nicht so am Spielstand. Aber das Gefühl war schon gut, gewesen, auf jeden Fall. Eigentlich durch den ganzen Match hat man das Gefühl gehabt, wir sind voll im Spiel, wir sind da. Ab und zu haben sie auch probiert und gemacht. Wir haben auch gewisse Qualitäten, das haben wir auch gemerkt. Und am Schluss ist es so rausgekommen, wie wir uns das erhofft haben. Ja. Sicher auch ein riesen Pluspunkt, dass heute 0 hinten steht. Was haben wir gemacht in Vorbereitung, damit wir die 0 heute hinten haben können? Ja, also Defense first, würde ich sagen. Wenn wir eine gute Defense spielen, was wir heute gemacht haben, ist 2-0. Dann müssen sie auftun. Und so fällt es dann auch einfacher, vor das Spiel das Goal zu machen. Und wegen dem ist echt die Einstellung von uns ist Defense first und das funktioniert. Wie war es für euch persönlich in der ersten Formation? Gegner allein, Ackerlund, Nilsberg und so weiter, dass man die heute Abend im Griff hatte? Ja, also das gefällt mir. Das macht mir nur besser, gegen solche Namen zu spielen. Und ja, also ich finde, man ist immer noch ein bisschen fokussierter, wenn man weiss, da ist so ein Topshot gegenüber und als direkter Gegenspieler. Aber ja, ich finde es cool, so gegen so Leute zu spielen und auch, dass es gut rauskommt am Ende des Tages. Ja. Der Nilsberg hat viele Abschlüsse genommen, viele sind geblockt worden. Ihr habt eure Abschlüsse dafür können versenken. Wie ist es, wenn man dann vorher dafür erfolgreich sein kann? Als Verteidiger Goal zu schießen oder Punkte zu machen, fühlt sich immer super an. Und eigentlich ist man ja Verteidiger und muss hinten aufräumen, schauen, dass es läuft. Und wenn man dann vorher auch noch punkten darf, was ich eigentlich immer will, ist, ja, fühlt sich sehr gut an. Ja. Macht Freude. Saisonstart, 3 Spiele, 3 Siege, 3-mal sehr hoch gewonnen. Alles bestens beim SVW. Ja, kann man so sagen. Aber wir können uns nichts kaufen davon. Morgen geht es schon wieder weiter gegen Reichenberg und wir müssen Spiel für Spiel nehmen. Es sind 3 Spiele gespielt. Also kaufen können wir uns gar nicht. Ja. Aber sicher positiv, wenn wir Malanz und eben auch jetzt einen Zug mit einem Stängel können schlagen. Ja, das ist logisch, ist das positiv. Ja, wir nehmen das gerne mit. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Kaufen davon können wir uns nichts. Aber das Gefühl und ja, die Energie, die man daraus rausziehen kann, ist natürlich genial. Ja. Und Selbstvertrauen und Spielfreude nehme ich an. Was machst du mit so einer Siege? Ja, logisch. Selbstvertrauen und die Freude am Unihockey, am Spiel, auch im Team. Die Stimmung ist natürlich super nach solchen Spielen. Ja. Ich spreche jetzt an. Morgen Reichenberg Winterthur auswärts. Mit was für Emotionen gehen wir in die Partien, wo man doch auch auf ehemalige Teamkollegen trifft? Ja, Emotionen. Es ist ein Spiel wie jedes andere. Sicher mit gutem Selbstvertrauen. Das, weil wir heute ein gutes Spiel haben gezeigt, aber es fängt wieder bei 0 an. Und es ist eigentlich gleich, wer gegenübersteht. Wir wollen gewinnen und das werden wir auch morgen probieren. Ja. Alles dafür machen. Ich wünsche gute Erholung, ein gutes Feiern noch ganz kurz hin und morgen viel Erfolg. Ja, merci vielmals.